Hallo, lieber Zuschauer bei Landwirtschaftssimulator 2015. Ich bin Bubi, Buddy ist auch am Start, anwesend. Also ich bin am Dreschen. Und also Hexe. Bräuchte hier eigentlich ein Frontgewicht, aber weiß was, scheiß drauf. Jetzt, wo ich gesehen habe, wie extrem es noch geht, bin ich hiermit eigentlich ganz zufrieden. Wo bist denn du gerade? Hier. Ach, da. Soll ich übernehmen? Wenn du das möchtest. Kann ich machen. Oder soll ich den erst noch schnell voll machen? Wie voll bist du schon? Ja, mach mal. 72. Mach noch schon voll. Na komm, gib Gas, schieb mich mal ab. Ich? Boah. Oh, das kommt langsam nicht aus. Hoch. Ist ja lustig. Am Anfang ging's. Ja, der Hänger wird schwerer. Das finde ich echt gut, dass es alles mitbedacht ist. Wie viel passt denn da eigentlich rein in die Mähdresche? Ist mir noch nie auf. 20 Tonnen. In den Mähdrescher. Achso, in den Mähdrescher. 4,6. Das ist richtig viel, der Hänger ist mehr als halb voll. In den Ladewagen passen 20. Das ist auch viel. Ja gut, also du kannst auch mit dem halbvollen Hänger so abfahren, wenn du willst. Aber noch die Bahn hierher dann zurück, bitte. Nicht so halbvoll, was soll denn das? Ah ja, das. Du wolltest doch, dass ich erklären. Ja, okay. Jetzt ist er dann. Das heißt hier halbvoll. 83 hat er jetzt. So, ja, dann fahr noch zurück eben. Und dann müsste er ungefähr 93 haben. So kann man ja mal die Zauber machen zwischendrin. Einfach gerade abkoppeln und den Trecker steigen, der da steht. Ne? Circa 96. Na? Da wollte ich nicht, Alter. Da. Oh, ist der klein. War der jetzt 96? Ne? Yep. Okay. Geht aber doch ziemlich schnell. Für das, dass er so voll ist. Ja. Zumindest geradeaus. Huch, ach ja, du könntest vielleicht gerade 130 gefahren. Oh, hängt's wieder. Einmal. Ah, gut. Das könnte ich. Wenn du wieder hier bist, könntest du den Gruber vom Nachbarfeld hierher fahren. Den habe ich schon mal da drüben hingestellt, dass man das Heu einsammeln kann, dann den einstellen kann. Aber es ist viel intelligenter, wenn du den jetzt hier anstellst. Ja, genau. Hast wahrscheinlich überhaupt nicht verstanden, worum es geht, aber Hauptsache, ja. Ja, von dem Feld, wo es Weizen drauf ist, darüber stellen. Doch, ich habe schon verstanden. Ja. War auch jetzt mehr ironisch. Mehr. Glück gehabt. Man merkt aber doch, dass auf der vorderen Achse nicht ganz so viel Gewicht drauf ist. Mal gucken, ob ich wieder den Baum küsse. Uns stört, wir haben eine Frontgewicht. Ja nicht. Nee, ich bin so rumgekommen.
Also eins steht fest. Ach nee, steht nicht fest. Vergiss es wieder. Meist ist es lukrativste, du hast recht. Nein, nein, ich wollte sagen, nach dem Häcksler und dem Radler, da kommt auf jeden Fall ein stärkerer Trecker. Huch. Damit wir den Berg wieder hochkommen, was totaler Schwachsinn ist, weil wenn wir einen Häcksler haben, dann brauchen wir mit dem Trecker hier nicht mehr den Berg hochkommen. Wie wahr, wie wahr. Den Füllstand würde ich gerne mal auf 100%. Also, würde ich gerne mal machen. Ja. Dann sitzen wir in 10 Jahren noch. Na gut, jetzt haben wir ja immerhin schon mal 1%. Dann werden wir mit der Viehwirtschaft anfangen. Mit der Forstwirtschaft mal nicht anfangen. 2%? Also müssen wir 50 mal einen Ladewagen voll machen. Ja, okay. Wenn es nichts mehr ist. Ups. Ach ja, und eine bitte schon mal im Voraus, wenn du abfährst. Die beiden kleinen Hänger, ja? Ja. Am besten immer einen oben ans Feldrand und einen unten hinstellen. Ja. Bei Feld 24. Dankeschön. Na, ich weiß schon warum. Fast nicht weiter erläutern. Und jetzt muss ich mit vollem Hänger nämlich zurückfahren. Tragisch. Also den stelle ich einfach da oben ab. Aber so ist schon mal abgekoppelt hätte. Ja. So ist schon mal um einiges effektiver. Ja. Weil man nicht nur mit einem lappischen Hänger rumfährt. Manu? Und man braucht sich nicht ganz so abzuhetzen. Nee. Ja, das stimmt. Wobei viel schneller oder langsamer kann man ja gar nicht fahren. Das stimmt auch wieder. Da den Berg würde ich aber auch nicht so gerne vollbeladen hochfahren wollen. Ist gerade schon ziemlich langsam geworden. Gut, dann war das mit dem stärkeren Trecker vielleicht doch keine so schlechte Idee. Ja gut, das ist ja auch der kleinste, ne? Ja, nee. Der New Holland hat noch weniger. Ja, der billigste halt. Ich meine, das war ich war das. Ich stelle den jetzt mal hier hin. Nein, ich stelle hier oben hin. Weil hier oben werde ich voll sein. Kannst du das nicht gleich sagen? Ich sag direkt, nachdem du gesagt hast, dass du nicht einstellst. So. Ah, das ist ja nur 94% voll. Ja, das lohnt sich nicht, den auf 100% zu machen. Stell der jetzt um? Schade. Wenn du voll bist, dann könnten wir das aber schnell machen. Nee. Dann bin ich ja wieder mitten in der Spur. Den kleinen Gruppe? Achso, willst du da wieder Meißeln sehen? Ja. Auf beiden machen. Geldgeier. Ey, wir haben vorher, glaube ich, sogar auf allen drei, wenn ich mich recht entsinne, gleichzeitig meist, gell? Und da hatten wir nicht mal gewusst, dass es so rentabel ist. Wir stellen schon mal ein, gell? Mit dem kleinen Puppe dauert es eh ein bisschen. Ja, gut, als ob ich hier schneller wäre. Mit dem Großen, da hätte dich gleich eingeholt. Ja, das wäre einmal hin und einmal zurück und dann... Ja, 81. 84. Wie die besten sind drauf. Nein. Ja.
gefroren, ne? Buddy. Ich muss ja erstmal aus dem Weg fahren. Weil jetzt das passiert, dass du eh warten musst. Bin weg. Endlich. Steht immer im Weg. Oh. Was? Muss natürlich noch senken. Oh. Gerade ganz schön geschlittet. Mit zwei Hängern. Ah ja, die ziehen mit natürlich. Ne? War so gewollt. Bei wie viel Minuten sind wir gerade? Ich habe auch schon geschaut. Wir machen dann gleich, wenn du unten bist. Dann fahre ich hier noch einmal zurück. Ja. Also es lohnt sich nicht mehr komplett fertig zu machen, das Feld. Nein. Machen wir nächste Folge oder übernächste. Ja, nächste wahrscheinlich. Nächste, ja. Latara. Ist gleich da. Ja. Guckst du da heimlich? Nö. Okay, das ist ein Ja. Wie kommst du denn auf sowas? Hey, was ist denn jetzt los? Was machst du gerade heimlich? Ich? Ja. Weil es gerade so gehungen hat. Achso, nee, ich hab nichts gemacht. Bist du da? Ja, ich geb mal schnell aus. Jawohl. Bist du da? Ja, am Ende vom Feld. Gut.